Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Call of Duty Ghosts auf der PlayStation 4 im Singleplayer. Wir haben jetzt ganz frisch World War 2 beendet und der Support, die Unterstützung war so extrem, dass ich gesagt habe, ey komm, weißt du was, wenn die Leute Bock haben, können wir ja nochmal ein anderes COD im Singleplayer zocken und habe dann unter anderem Ghosts vorgeschlagen. Das muss nicht unbedingt das letzte sein, wir können vielleicht noch das eine oder andere mehr nachholen, wenn der Support auch hier stimmt. Gerne. An mir soll es nicht liegen. Also solltet ihr Bock drauf haben, dann unterstützt es auch hier gerne. Lasst es mich einfach auch in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt hier einfach mal an. Ist ja schon wieder ein paar Jährchen her, seitdem ich Ghost gezockt habe und auf der PS4 habe ich das noch nicht gezockt. Deswegen, ja, genug gelabert. Let's go. Und viel Spaß natürlich. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Bin dabei. So, Logan Walker, San Diego, Kalifornien. Oh, shit. Ein Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Also das Intro ist schon ganz geil gewesen, oder? Mit diesen Ghosts, die so die Soldaten noch übernehmen. Eins. Schon ganz nice. Ich komme noch ein paar, bevor sich alles beruhigt. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich der kann Wind mich wird auch stärker. Nur noch schwer erinnern, was so in der Singleplayer-Kampagne passiert ist. Das war ja auch irgendwie so der erste Titel, der denn auf den neueren Konsolen, also Xbox One und PS4 war. Aber ich glaube, ich habe das damals noch auf den alten Konsolen doch, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Und woran ich mich natürlich erinnern kann, ist an Riley den Hund. Oh! Bin dabei, Dad! Schöner Vorstadtort hier. Bin dabei, Mann! Was zur Hölle ist denn los? Daddy ist aber ganz schön schnell unterwegs. Hier lang, Logan! Kletter rüber! Okay, 3, 2, 1, schieb!
Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin. Ach ja, stimmt, an die Weltraummission. Ja, stimmt. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Und an die Fische. War das nicht so damals der Running Gag? Dass sie so stolz waren auf ihre Fische? Fischanimationen und so. War das nicht so? Boah, Alter. Die wird sich nicht verlieren, ne? 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley. Das ist schon ganz geil, ey. Andocken. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug. Verstanden, Shuttle. Starte Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingedockt. Das kann ich dir nicht sagen, Mosley. Ich weiß nicht, wie lange wir hier schon oben sind. Ich hätte echt gedacht, dass es ein bisschen schlechter aussieht, das Spiel. Das geht eigentlich voll klar. Becker, hilf mir beim Entladen. Besonders, wenn man so einen grafisch bombastischen Titel wie... Oh, fuck, Alter! Gib mir die Knarre! Gib mir eine Knarre! Wie kann sowas passieren im Weltall? Da fällt einem das doch auf, wenn irgendwas sich nähert. Komm schon! Ey, mit der Knarre, her damit! Boah. Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand gebrochen! Odin-Kontrolle! Odin geht auf Feuermodus! Dies ist keine Simulation! Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen! Odin-Kontrolle! Es sind Föderationstruppen im hinteren Crew-Modul! Baker, Achtung, da wird noch mehr! Odin-Ladung 1 lädt. Ziel Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Oh, Scheiße. Ziel Miami. Erfasst. Odin Zielerfassung ist aktiv. Oh nein, Odin feuert! Sie laden weitere Millionen. Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin-Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verstanden, Houston. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einen sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt, mir nach. Aber wir haben doch bestimmt eine Notfallkapsel oder sowas. Ja, ey, komm aus der Raumstation, Mann. Wird noch sequenziert. Ziel erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Ich find's ein bisschen komisch, dass Baker nicht sprechen kann, ne? Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Vakuum der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Ja, komm schon. Hilfe, das Surfen! Bin dabei, bin dabei! Komm, Baker, mach das Ding auf. Zünden Sie diese Treibstoffleitungen! Du hast ihn gehört, Baker! Feuer! Zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren.
Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Alter, das ist schon gut gemacht, finde ich. Das ist schon gut gemacht. Dad hat gesagt, er holt den Truck. Wir müssen ihn suchen. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich jetzt in Bakers Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich das schnell gemacht. Versucht zu machen und dann hätte ich mir selbst einfach die Kugel in den Kopf geballert. Ist besser als das Stecken, glaube ich. Also was heißt, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es besser ist, als es schneller geht. Die kleinen Fäustchen, Alter. Ich muss hier raus. Assassin's Creed-like. Über die Dächer springen. So, Bruder, wo lang? Ah, okay, Bruder, du bist krass. Du bist echt krass, Mann. Nicht einfach nur mal durchs Fenster, sondern einfach mit Style. Komm hier rauf, Logan! Lauf einfach weiter! Alter! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh! Logan! Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Oh Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen, los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ, wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger, wir sichern den Ausgang. 2-1 Ende. Okay. Okay, Leute.
Ja, der Bruder wollte uns nicht wecken, aber wirft hier mit einem Tennisball durch die Gegend. Aber gut, Phil Riley ist schon in Ordnung. Ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut, hier einen ersten Cut zu machen. Denn jetzt fängt er hier direkt eine neue Mission an. Und da können wir gerne beim nächsten Mal weitermachen. Wie gesagt, schon am Anfang, ich will euch jetzt nicht voll labern oder sowas. Aber wenn die Supporter da Bock drauf haben auf das Projekt, gerne unterstützen, gerne eine Bewertung da lassen. Auch mal so im Nachhinein, so ein paar Jährchen später. Oh, sorry, Alter, fast verschluckt. Mal in die Kommentare schreiben, wie euch Ghost so im Nachhinein gefallen hat. Ich glaube, damals wurde das ja sehr gehatet, auch gerade im Multiplayer. Und jetzt so mit ein paar Jahren Abstand sieht man das ja manchmal ein bisschen anders. Also lasst mich gerne mal wissen, was ihr so heutzutage von Ghost haltet. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich danke fürs Zusehen, danke auf jeden Fall jetzt schon mal für eure Unterstützung. Auch hier nochmal an die Leute, die bei World War II dabei waren. Sehr krass, Leute. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.